In jedem Jahr finden Manöver statt. Dabei werden die Truppen im Zusammenwirken aller Kräfte geschult, Führungsgrundsätze und Ausrüstung überprüft und Erkenntnisse für ihre Weiterentwicklung gewonnen. Ziel aller Übungen ist, die Einsatzbereitschaft und Schlagkraft der Truppe so zu steigern, dass sie ihre Aufgaben im Frieden und im Verteidigungsfall erfüllen kann. Die Bundeswehr sichert unser Leben in Recht und Freiheit und verhindert, dass uns ein fremder Wille von außen aufgezwungen werden kann. Dazu haben wir uns mit 14 anderen Staaten in der NATO zusammengeschlossen. Für die westliche Verteidigung nimmt die Bundesrepublik Deutschland einen besonderen Platz ein. Sie grenzt an die Staaten des Warschauer Paktes, der in Mitteleuropa einen großen Teil seiner Kräfte konzentriert hat. Auf unserem Boden stehen alliierte Streitkräfte Seite an Seite mit der Bundeswehr. Damit der Frieden erhalten bleibt, muss auch regelmäßig der Verteidigungsfall geübt werden. Dieser Film zeigt den Übungsablauf und Eindrücke von den Gefechtshandlungen eines Großmanövers der Bundeswehr, bei dem natürlich auch Fehler vorkommen. Für viele junge Soldaten ist es die erste Gefechtsübung. An der scharfen Klinge der großen Gefechtsübung des Heeres im Herbst 1981 im baden-württembergischen Raum nahmen Großverbände zweier NATO-Partner teil. Schon vor 10 Jahren fand in diesem Raum ein Manöver dieser Größenordnung statt. Die Übungstruppe Rot griff diesmal als Westpakt vom Westen her über den Schwarzwald an und die blaue Ostallianz verteidigte auf der Schwäbischen Alb. Die Großübung Scharfe Klinge stand unter Leitung des 2. Korps. Auf Seiten der Verteidiger waren die 4. Panzergrenadierdivision dabei, dazu Teile der 1. Luftlandedivision, eine US-Brigade und das Heimatschutzkommando 17. Den Hauptteil der roten Kräfte stellte die 10. Panzerdivision, dazu kam die 4. kanadische Brigade. Und dies war die Ausgangslage. Eine angenommene Landesgrenze liegt zwischen den Territorien des Westpaktes und der Ostallianz. Benachbart ist das neutrale Gelbland. Politische Spannungen und bewaffnete Zusammenstöße lassen eine militärische Auseinandersetzung erwarten. Angriffsvorbereitungen des Westpaktes wurden erkannt. Es wird damit gerechnet, dass Rot einen gepanzerten Vorstoß in die Ebene zwischen Ehingen und Riedlingen beabsichtigt. Die Ostallianz hat am 9. September den Aufmarsch seiner Verbände begonnen. Donnerstag, 10. September. Auf Straße und Schiene rollt die Truppe in den Übungsraum. Gepanzerte Fahrzeuge werden vorwiegend mit der Eisenbahn transportiert, natürlich unter kriegsmäßigen Bedingungen. Der Gegner verzögert das Heranführen mit Luftangriffen. Abriegelung feindlicher Kräfte in der Tiefe heißt diese Schwerpunktaufgabe der Luftwaffe. Und sie hat Erfolg. Hier Verkehrsleitstelle 300 Ingolstadt, Leutnant Frohne. Lageänderung. Die Brücke im Verlauf der Marschstraße Aster im Großraum Ingolstadt über die Donau wurde durch feindliche Luftangriffe zerstört. Leiten Sie alle weiteren ankommenden Märsche in Verfügungsraum Delta 1 November. Ende. Feldjäger des Wehrbereichs leiten die Verbände in Verfügungsräume um. Dort heißt es warten, bis behelfsmäßige Brücken über die Donau geschlagen sind. Sämtliche Donaubrücken hier im Umfeld zerstört. Sie müssen hier anhalten, Ihren Zug entladen. Anschließend beziehen Sie einen Verfügungsraum hier in Westenhagen. Sie werden von dort aus abgerufen zu einer Kriegsbrücke nach Großmering, über die Sie übersetzen werden. Jawohl. Im Anschluss daran verladen Sie erneut in Ingolstadt Nord. Weitere Informationen anschließend. Auch die Soldaten dieses Bahntransports trifft der Befehl zum Anhalten und Ausladen überraschend. Überraschungsmomente sind wichtig in einem Manöver. Dann zeigt sich, ob der Ausbildungsstand der übenden Truppe ausreicht, mit unerwarteten Situationen fertig zu werden. Spähpanzer Lux und Kampfpanzer M48 der 4. Panzergrenadierdivision müssen jetzt entladen werden und mit eigener Kraft weiterrollen. Feste Kopframpen, wie man sie in vielen Güterbahnhöfen findet, fehlen hier. Das war so beabsichtigt. Geübt werden sollte das Entladen gepanzerter Fahrzeuge auch mit Hilfe von zerlegbaren Kopframpen. Ja.
Den Aufmarsch der 4. Panzergrenadierdivision leitet das Wehrbereichskommando 6. Eine erstmals geübte Form der Zusammenarbeit zwischen Feldheer und Territorialheer im Rahmen dieser Großübung, an der rund 47.000 Soldaten mit 3.000 Kettenfahrzeugen und 10.000 Radfahrzeugen teilnehmen. So weit wie möglich wird die Nacht für den Aufmarsch genutzt. Kriegsnahe Bedingungen auch bei friedensmäßigem Bahnbetrieb. So wird auch versucht, der gegnerischen Luftaufklärung zu entgehen. Dass bei solchen Übungen keiner seinen Einsatz verschläft, dafür sorgen schon die Kameraden. Üben unter kriegsmäßigen Bedingungen heißt, dass man keine Stunde verlieren darf. Für Alarmierung, Auffüllen mit Reservisten, Aufmunitionieren, Marsch in die Einsatzräume und Herstellen der Abwehrbereitschaft steht nicht viel Zeit zur Verfügung. Freitag, 11. September, frühmorgens an der Donau. Die letzte Phase des Aufmarsches beginnt. In dichtem Nebel, wie unter einer Tarnkappe, schwimmen Pioniere eine Kriegsbrücke ein, als Ersatz für die durch feindliche Luftangriffe zerstörte Donaubrücke. Auch hier bewährt sich das amphibische Schwimmbrückensystem Alligator. Ein Verbund aus schwimmfähigen Fahrzeugen mit ausklappbaren Brückenteilen. Da die Donau hier eine starke Strömung hat, müssen die Brückenteile mit Stahlseilen am Ufer befestigt werden, an Bäumen oder mit Erdankern. Mit einem Greifzug wird die Brücke nachgespannt. Vom Einschwimmen bis zum Abbau der Brücke laufen die Schrauben der Fährteile. Anders könnte sich die schwimmende Brücke in der Strömung nicht halten. Belastungsprobe durch einen Spähpanzer Lux mit Radantrieb. Dann folgen die schweren Brocken der 4. Panzergrenadierdivision, M48, mit einem Gewicht von knapp 50 Tonnen. Sachte, sachte und immer schön einer nach dem anderen, denn mehr als einen zur gleichen Zeit kann die Brücke nicht tragen. Der Aufmarsch der blauen Verteidigungskräfte wird planmäßig abgeschlossen. Sonntag, 13. September. Schauplatzwechsel in den baden-württembergischen Übungsraum. Die 10. Panzerdivision hat den Auftrag, mit zwei Brigaden gegen den Nagold-Neckar-Abschnitt vorzustoßen und Neckar-Übergänge im Handstreich zu nehmen. Kurz vor dem Angriff letzte Vorbereitungen auf der roten Seite. Panzerhaubitzen, die den Angriff mit Feuer unterstützen werden, beziehen ihre Feuerstellungsräume. Führungstruppen errichten Fernmeldeverbindungen zu den Gefechtsständen und Schiedsrichterstäben. Die schnelle Übermittlung von Meldungen und Befehlen muss sichergestellt sein, wenn die Truppe zweckmäßig und erfolgreich geführt werden soll. In einem Manöver muss auch die Übungsleitung ständig mit den notwendigen Informationen versorgt werden, damit sie die Übung im Griff behält. Montag, 14. September. Punkt 6 Uhr früh beginnt die Artillerie, die vorher aufgeklärten Verteidigungsstellungen der Blauen unter Beschuss zu nehmen. Feuerkommando, Ihr erstes Feuerkommando kommen. 7. Ladung, Weißbeutel Aufschlag. Teilring, 24.00. Die roten Panzerkräfte verlassen ihre Bereitstellungsräume im Schwarzwald, überschreiten die Grenze und greifen auf breiter Front an. Auf der linken Seite stößt die 4. kanadische Brigade vor, auf der rechten die deutsche Panzergrenadierbrigade 30. Ein Panzergrenadierbataillon mit Schützenpanzer Marder hat schon bald die erste Ortschaft genommen und setzt sich dort fest. Allerdings nicht ganz freiwillig. Die Straße hinter der Ortschaft, auf der die Angreifer weiter wollen, erweist sich als Hindernis. Blaue Verzögerungskräfte haben hier eine Minensperre angelegt. Die Minensperre ist durch Trassierbänder markiert. Aus seinem weiß gekennzeichneten Fahrzeug beobachtet ein Schiedsrichter diesen Übungsabschnitt. Und auch die blauen Sicherungskräfte sind gespannt darauf, wie sich die Angreifer aus der Affäre ziehen. Zur selben Zeit trägt in der Nähe ein rotes Panzerbataillon seinen Angriff vor. Das flache Gelände ist dafür günstig. Zwischenziel ist der Waldrand.
Beim Vorgehen verhalten im überschlagenen Einsatz jeweils zwei Panzer und geben Feuerschutz, während zwei andere vorgehen. Dabei werden sie durch einen Flakpanzer Gepard gegen feindliche Luftangriffe geschützt. Der Angriffsplan der Roten ist zunächst aufgegangen. Im Norden ist die 4. kanadische Brigade bis zu den Neckarübergängen vorgestoßen und im Süden ist auch die Panzergrenadierbrigade 30 gut vorangekommen. Die blauen Verteidiger haben die Stoßrichtung des feindlichen Angriffes noch nicht klar erkannt. Amerikanische Kampftruppen sichern die wichtige Neckarbrücke an der Nahtstelle zwischen der amerikanischen und der deutschen Brigade. Sie werden unterstützt von einem deutschen Sprengtrupp, der bereits die Sprengung der Brücke vorbereitet hat. Die Verteidiger haben sich mit Maschinengewehren und Panzerabwehrwaffen zur Verteidigung eingerichtet. Aber dann ist der Feind schneller da als erwartet. Bevor die Verteidiger Gegenmaßnahmen ergreifen können, hat ein roter Panzerspähtrupp schon die Brücke überquert. Lux-Spähpanzer des Panzeraufklärungsbataillons 10 und nachfolgende Panzergrenadiere schalten die Sicherungskräfte im Handstreich aus und errichten einen Brückenkopf. Weiter nördlich haben blaue Verzögerungskräfte im Wald gut getarnte Verteidigungsstellungen bezogen. Aber die angreifende 4. kanadische Brigade lässt die Blauen links liegen, umgeht sie und stößt in freies, panzergünstiges Gelände vor. Die enge Einbindung der Bundeswehr in die westliche Verteidigung lässt sich in jedem Manöver an großen und kleinen Dingen ablesen. Die alliierten Luftstreitkräfte flogen hunderte von Einsätzen für beide Seiten im Rahmen ihrer gleichzeitig abgehaltenen Luftwaffenübung Cold Fire. Und natürlich gehörte das Manöver Scharfe Klinge in die Herbstserie der alljährlichen NATO-Übungen. Auch in der Ausstattung gab es Gemeinsamkeiten. So ist die auf Seiten der Roten kämpfende 4. kanadische Brigade mit Leopard-Kampfpanzern aus deutscher Produktion ausgerüstet. Auch bei diesem Angriff wieder der ständige Wechsel von Feuer und Bewegung. Das Manöver Scharfe Klinge bewies aufs Neue, dass nur in einer großräumigen Übung Beweglichkeit und Schlagkraft moderner Waffensysteme ausreichend erprobt werden können. Bei Manövern wird natürlich nicht scharf geschossen. Die Waffen- und Feuerwirkung muss von Schiedsrichtern dargestellt und bewertet werden, auch wenn nichts zu sehen ist. Diese blauen Verteidiger glauben dem Schiedsrichter. Vor der Übermacht der Angreifer weichen sie aus. Während die Blauen erneut zur Verteidigung übergehen, planen die Roten einen weiteren Überraschungsangriff. Diesmal an der linken Flanke der Blauen, an der die 1. US-Infanteriebrigade und Teile der deutschen Luftlandedivision verteidigen. Transporthubschrauber sollen Fallschirmjäger absetzen, die dort zunächst auf überwachende Kräfte des Panzeraufklärungsbataillons 4 stoßen werden. Leichte Transporthubschrauber vom Typ UH-1D machen den Anfang. Sie bringen Infanteristen, die wichtige Geländeabschnitte gewinnen sollen, damit rote Panzerkräfte ungehindert in die Ebene vorstoßen und die Alpaufgänge nehmen können. Die Soldaten der Luftlandetruppe sitzen rasch ab und nehmen das Gelände in Besitz. In einer zweiten Welle folgen mittlere Transporthubschrauber vom Typ CH-53 mit den motorisierten Teilen und schweren Waffen des Bataillons. Diese Hubschrauber setzen hauptsächlich Krakas ab, die mit Maschinengewehren und Panzerabwehrwaffen ausgerüstet sind. Auch in dieser Lage ist Eile geboten, denn die gegnerische Luftaufklärung schläft nicht. Jederzeit muss mit einem Angriff blauer Kampfflugzeuge und einem gepanzerten Gegenstoß gerechnet werden.
Der Treibstoffverbrauch vollmechanisierter Verbände ist hoch. Die an dem Manöver Scharfe Klinge beteiligten Hubschrauber, Flugzeuge, Ketten- und Radfahrzeuge verbrauchten Betriebsstoff im Wert von 5 Millionen Mark. Die Nachschubtruppe hatte in diesen Tagen alle Hände voll zu tun. In Kesselwagen wurde der Treibstoff auf der Schiene den Betriebsstoffversorgungspunkten der Divisionen zugeführt und dort mit Hilfe einer mobilen Pumpstation in 20-Liter-Kanister umgefüllt. Das ist harte Arbeit. So mancher mag dabei vergessen haben, dass Waffe, Helm und ABC-Schutzmaske stets griffbereit sein müssen. Aus Kanistern werden die Panzer und LKW auf dem Gefechtsfeld aufgetankt. Die großen 10-Tonner Tanklastwagen können dort nicht zum Einsatz kommen. Dienstag, 15. September. Im Norden setzt die 4. kanadische Brigade ihren Angriff fort, wird aber von der blauen Panzerbrigade 12 aufgehalten. Auch die rote Panzergrenadierbrigade 30 kommt nicht voran. Sie kann das hier tief eingeschnittene Neckartal nicht überwinden. Erst am Morgen des 15. September gelingt es einer roten Marderkompanie, bei der 1. US-Brigade einzubrechen. Die abgesessenen Panzergrenadiere überqueren zu Fuß den Fluss und kämpfen sich am Waldhang des gegenüberliegenden Ufers hoch. Über Funk holen sie dann ihre Schützenpanzer heran, die aus einem Dorf den Angriff überwacht haben. Diese Beobachtungen zeigen, wie der ganze Film, nur kleine Ausschnitte aus dem Manöver geschehen, wie es gleichzeitig an vielen Schauplätzen ablief. Die Schützenpanzer verlassen das Dorf und fahren durch einen Hohlweg im Waldgelände zu dem über Funk befohlenen Geländepunkt und nehmen dort die abgesessenen Panzergrenadiere wieder auf. Eine weitere Kompanie folgt. Das rote Panzergrenadierbataillon greift jetzt aufgesessen an, mit der Absicht, den Brückenkopf auszuweiten. Das Gelände wird hier wieder offen. Das Bataillon kann sich entfalten und die verteidigende US-Brigade, die sich am gegenüberliegenden Waldrand festgesetzt hat, weiträumig angreifen. Ganz vorn mit dabei der vorgeschobene Beobachter der Artillerie auf einem zweckentfremdeten Kanonenjagdpanzer. Er leitet über Funk das Feuer der roten Artillerie auf die Stellungen des Gegners. Die Blauen verteidigen sich hartnäckig. Der Angreifer verzeichnet die ersten Ausfälle. Er setzt Kampfflugzeuge ein, um die Blauen aus ihren Stellungen zu werfen. Ein Fliegerleitoffizier, der in einem MTW das Bataillon begleitet, dirigiert die Maschinen über Funk zu den Zielen. Doch die Blauen leisten so massiv Widerstand, dass Rot den Angriff abbricht und zur Verteidigung übergeht. Starke Verluste hat hier vor allem der fliegende amerikanische Panzerknacker A-10 bewirkt. Ein treffsicheres Waffensystem gegen Punktziele am Boden. Rote Panzergrenadiere versuchen einen Gegenstoß der Blauen aufzuhalten. Diesen Panzer M60 hat es laut Schiedsrichter erwischt. Seinem Kommandanten fällt es sichtlich schwer, das Feld zu räumen. Wer hört schon gern mitten im Spiel auf? Aber Proteste sind wirkungslos. Wen der Schiedsrichter als Ausfall abbucht, der muss einige Zeit vom Feld. Jetzt gehen die roten Schützenpanzer wieder vor. Zunächst kann der Brückenkopf von den Roten in beweglich geführter Verteidigung gehalten werden. Dem Angriff des Roten Bataillons sind inzwischen die vorgeschobenen Versorgungsdienste sprungweise gefolgt. Immer bereit, Gefechtspausen für die Versorgung mit Munition und Betriebsstoff zu nutzen oder kleine Schäden zu beheben. Im nördlichen Gefechtsstreifen ist inzwischen ein Gegenangriff der Verteidiger angelaufen. Die Panzerbrigade 12 tritt mit ihren M48 an, um die 4. kanadische Brigade zurückzuwerfen. Die Kanadier sind vorbereitet und beziehen an einer Brücke neue Verteidigungsstellen. Die Soldaten des kanadischen Verbandes kennen sich in dieser Gegend gut aus, denn sie sind nicht weit von hier stationiert, in Laar im Schwarzwald. Mit schweren Maschinengewehren wird die Brücke gesichert. Ein Pionierpanzer bringt Sprengmittel und Stacheldraht. Damit soll die Straße gesperrt werden.
Der blaue Gegenangriff ist schon bedrohlich nahe herangerückt. Die letzten kanadischen Soldaten beziehen eilig ihre Verteidigungsstellung. Inzwischen hat es natürlich auch Verluste auf beiden Seiten gegeben. Jetzt sind die Sanitäter gefordert. Ein Truppenarzt sucht seinen Einsatzort. Auf der schnell wechselnden Manöverszene verliert man leicht die Orientierung. Er wendet sich deshalb an einen Schiedsrichter. Aber wir haben nichts anderes gefunden. Das ist hier ungefähr 795635, aber sonst war hier nichts hin. Genau. Das ist die schwere Artillerieeinheit, ist das, ja? Die schweren Panzerartillerie. Auch die Instandsetzungstruppe hat Arbeit bekommen. Funkgeräte in Panzerfahrzeugen und Gefechtsständen sind ausgefallen. Auf Ersatz kann man nicht warten. Deshalb müssen die Geräte in mobilen Werkstätten instand gesetzt werden. Mittwoch, 16. September. Der rote Angreifer musste erkennen, dass ein Durchbruch im Norden nicht möglich war. Im Schutze der Nacht verlegt er daher seine mechanisierten Truppen nach Süden und bringt frische Kräfte heran. Er will in dem panzergünstigen Gelände beiderseits der Donau einen neuen Angriff führen und möglichst die blauen Truppen einschließen. Im Angriff links die Panzergrenadierbrigade 30, rechts die nachgeführte Panzerbrigade 28. Im Norden bleiben nur Sicherungen zurück, die hier durch kleine Pfeile angedeutet sind. Der rote Angriff wird mit Leoparden, Mardern und M113 vorgetragen. Schon bald laufen die Panzerspitzen auf die ersten Sperren der blauen Verteidiger auf. Eine Minensperre wird gezündet. M60-Panzer der 1. US-Brigade haben hier die Sicherung der Sperre übernommen. Ein roter Panzer ist getroffen. Die Besatzung setzt die Ausfallflagge. Mehrere Gruppen sitzen ab, um die Sperre zu räumen. Aber da sind noch die sichernden Kampfpanzer der amerikanischen Brigade, die mit 3500 Soldaten zur Unterstützung der Übungstruppe Blau frisch aus den Vereinigten Staaten eingeflogen worden waren und in wenigen Tagen ihre hier eingelagerten Waffen, Panzer und Fahrzeuge übernehmen mussten. Die deutschen Schiedsrichter hatten mit den Gastkämpfern manchmal ihre liebe Not. Eben noch im heimatlichen Fort Riley in Kansas und jetzt in einem fremden Land, dessen Sprache man nicht verstand. Da half auch kein Gestikulieren. Okay, okay, Helme ab, Helme ab, hier, Helme ab, Helme ab. An anderer Stelle rollt der rote Angriff weiter. An Waldrändern entlang kämpfen sich Panzerverbände vor. Mit Rücksicht auf die Bevölkerung werden solche Großmanöver jedes Mal in einem anderen Teil der Bundesrepublik durchgeführt. Um Flurschäden gering zu halten, fahren die Panzer oft hintereinander in derselben Spur oder nutzen für ihr Vorgehen feste Straßen. Noch nicht abgeerntete Felder werden, wenn möglich, ausgespart. Auch an dieser Stelle verlangsamt sich das Vorgehen und kommt für kurze Zeit zum Stehen. Wieder haben die blauen Verteidiger Minensperren verlegt. Minensuchgerät und Minensuchnadel. Das sind die Hilfsmittel, mit denen die Panzerpioniere die Minen aufspüren. Hier markieren sie ihre Lage mit Trassierband und Fähnchen. Nicht weit davon wird eine simulierte Minenräumschnur gezündet, um so den angreifenden Panzergrenadieren eine Gasse zu öffnen. Transporthubschrauber zeigen einen Gegenzug der Verteidiger an. Die Führung der Blauen sieht die linke Flanke durch den roten Panzerangriff ernsthaft bedroht und setzt deshalb die Luftlandebrigade 25 ein, die einen Erfolg des Angreifers verhindern soll. Die Luftlandetruppe ist mit Kraka beweglich gemacht. In höchster Eile bezieht sie Stellungen und richtet sich zur Verteidigung ein. Ausgerüstet ist diese Brigade mit Panzerfaust, schwerer Panzerfaust und der Panzerabwehrlenkrakete TOW. Kaum haben die Transporthubschrauber wieder abgehoben, tauchen die ersten roten Panzerspitzen auf.
Die Blauen nehmen die Angreifer unter Beschuss. Dabei bewährt sich besonders die Panzerabwehrrakete TOW. Achtung! Feuer! Den Verteidigern gelingt es, die angreifende Panzergrenadierbrigade 30 zum Stehen zu bringen. Gleichzeitig bezieht ein Mörserzug auf Krakau nach Einweisung durch den Zugführer Feuerstellung. Auch dieser Zug war als Teil der Luftlandebrigade 25 mit Transporthubschraubern abgesetzt worden. Im Schutze einer Böschung werden die Bodenplatten abgesetzt. Dann legt der Richtkreis-Unteroffizier die Grundrichtung fest. 0191, Einstrich Nachrichten festlegen! Die Mörser werden zusammengebaut und gerichtet. Der Zug ist feuerbereit. Frau Männer, herhören! Fahrzeuge in Deckung fahren, leicht tarnen, es kann dann verpflegt werden. Wir warten dann auf das nächste Feuerkommando. Alles klar? Die Manöverkarte zeigt, dass es der blauen Luftlandebrigade 25 gelungen ist, den Vorstoß der roten Panzergrenadierbrigade 30 abzuriegeln. Gefahr droht allerdings von der rechts angreifenden Panzerbrigade 28. Die Blauen müssen verhindern, dass diese Brigade weiter südlich vorbeistoßen kann. Dazu fehlen im Augenblick vorn eigene Kräfte. Und so führen sie einen Großverband des Territorialheeres, das Heimatschutzkommando 17, aus einem Verfügungsraum an der Donau heran. In kurzer Zeit muss es sich zur Verteidigung einrichten. Mit zwei Panzerjägerkompanien, zwei Jägerbataillonen und einer Panzermörserkompanie leistete das Territorialheer einen bemerkenswerten Beitrag zu Manöver Scharfe Klinge. 1700 der insgesamt 2500 Soldaten des Heimatschutzkommandos waren sogenannte Alarmreservisten, deren Ausbildungsstand in wenigen Tagen aufgefrischt werden musste, ehe sie in die verschiedenen Truppenteile eingegliedert wurden. Hier eine unterstützende Artillerieeinheit beim Anbringen der Tarnnetze. Kaum eingetroffen, errichten die Soldaten des Heimatschutzkommandos Verteidigungsstellungen und haben schon wenig später Gefechtsberührung mit roten Angreifern, die durchgebrochen sind. Im Verlauf der Übung beweisen die Reservisten, dass sie an Einsatzwillen und Leistung den aktiven Soldaten nicht nachstehen. Für die Abwehr der feindlichen Luftangriffe ist das Heimatschutzkommando unter anderem mit 20 mm Maschinenkanonen ausgestattet. Tiefflieger der gegnerischen Luftwaffe setzen den Verteidigern zu. Treffer dezimieren die Kanonenjagdpanzer und zwingen sie zum Ausweichen. Die roten Angreifer stoßen nach. Sie gehen zur Verfolgung über. Rote Leoparden in voller Fahrt. Sie wollen den Gegner daran hindern, sich wieder festzusetzen. Die roten Panzer suchen Lücken und Nahtstellen in der blauen Verteidigung, um dort weiter durchzustoßen. Straßen und Ortschaften sind, wie die Aufklärung ergeben hat, dafür wenig aussichtsreich, weil hier die Blauen ihre Verteidigung aufgebaut haben. Du kannst doch nicht warten, da vorne! Im Wald haben sie mehr Glück. Sie finden einen nicht verteidigten Waldweg und wollen hier durch. Dabei werden sie jedoch von der neuesten Panzerabwehrwaffe des Korps abgefangen, dem Panzerabwehrhubschrauber PAH-1. Die mit 6 Hotlenkraketen ausgerüsteten Hubschrauber bekämpfen eine rote Panzerkompanie. Der Panzerabwehrhubschrauber ist eine hochbewegliche Schwerpunktwaffe der Truppenführung zur Abriegelung von Panzerdurchbrüchen. Zunächst aber müssen die Feindpanzer im unübersichtlichen Waldgelände gefunden werden. Dies ist bei diesen roten Panzerspitzen schon schwierig, die hier an einem Wegekreuz einen Sicherungshalt eingelegt haben. Der Panzerabwehrhubschrauber kann sich im Tiefflug unter Baumwipfelhöhe annähern und wird vom Gegner oft erst entdeckt, wenn es zu spät ist. Nach Abfeuern der Lenkrakete entzieht er sich blitzschnell dem gegnerischen Feuer und verschwindet in Deckung. Donnerstag, 17. September. Die Blauen bereiten einen Gegenangriff auf breiter Front vor. Die bisher im Norden verteidigenden Brigaden 10 und 12 sollen jetzt dem roten Angreifer in die Flanke stoßen und ihn zurückwerfen.
In den frühen Morgenstunden setzen die Gegenangriffskräfte über die Donau und treten auf breiter Front an. Kampfpanzer M48 und Schützenpanzer Marder geben den jetzt angreifenden Verteidigern die Stoßkraft. Vor Ortschaften geben die Panzer Feuerschutz, während die Panzergrenadiere absitzen und zu Fuß vordringen, um den Gegner aus seinen Stellungen zu werfen. Oft muss jedes einzelne Haus, jeder Bauernhof freigekämpft werden. Wenn die Ortschaft vom Feind gesäubert ist, ziehen die Fahrzeuge auf Zeichen nach. Dieser Panzer fährt in die nächste Stellung, während die abgesessenen Panzergrenadiere unter Feuerschutz ihrer Schützenpanzer den letzten Widerstand des Gegners niederkämpfen. Aufsitzen, fahren, absitzen und wieder aufsitzen und fahren. Dabei immer kämpfen. Das ist der Kampfrhythmus der Panzergrenadiere. So gehen sie vor und kämpfen Straße um Straße, Haus um Haus, Ortschaft um Ortschaft frei. Unterstützt werden die Kampftruppen von schwerer Artillerie, zum Beispiel von dieser 175 mm Kanone auf Selbstfahrlafette. Reservisten der Heimatschutztruppe sichern die Donaubrücken. Die letzten Stunden des Manövers haben begonnen. Die Roten gehen zurück. Die Schützenpanzer sichert ein Kampfpanzer Leopard aus einer Seitenstraße. Eine Schützenpanzerkompanie durchfährt eine Ortschaft, um dahinter erneut in Stellung zu gehen. Natürlich ist auch hier ein Schiedsrichter dabei. Der kontrolliert, ob sich die Soldaten beim Zurückgehen richtig verhalten. Wenn der letzte Marder durchgezogen ist, kann auch der sichernde Leo seine Feuerstellung verlassen und ausweichen. Kampfpanzer und Schützenpanzer der Roten beziehen neue Verteidigungsstellungen. Eine Panzermörserkompanie erreicht ihre Feuerstellung an einem Waldrand und nimmt sogleich den Feuerkampf auf, um den angreifenden Gegner mit ihren Steilfeuerwaffen dort zu bekämpfen, wo er durch Feuer anders nicht erfasst werden kann. Aber die Blauen lassen sich nicht mehr bremsen. Ihr Gegenangriff läuft auf vollen Touren und sie erhalten massive Luftunterstützung. Die roten Angreifer sind geschlagen. Blau hat sein Ziel erreicht, diesen Teil seines Territoriums von einem eingedrungenen Feind freizukämpfen. Für die teilnehmenden Soldaten war dieses Manöver ein Erlebnis. Manch einer hat zum ersten Mal erfahren, wie das Ganze eigentlich funktioniert. Das Zusammenspiel der Kräfte, das Gefecht der verbundenen Waffen, das Zusammenwirken der Truppen und Waffengattungen, die sich gegenseitig ergänzen, das muss man selbst erlebt haben. Dann erkennt man, worauf unser Ausbildungsdienst ausgerichtet und wofür dort der volle Einsatz jedes Einzelnen notwendig ist. Sinn dieser Übung und Aufgabe der Bundeswehr, den Willen und die Fähigkeit zu zeigen, unser Land zu verteidigen, den Frieden zu sichern.